Ja, bevor ich anfange, möchte ich mich mal für das andere Video entschuldigen. Das war ja nicht sehr professionell, sag ich mal, aufgenommen. Das war einfach, ja, man muss dazu sagen, es war meine erste Europameisterschaft und dementsprechend war ich auch ein bisschen nervös. Und als ich dann heimgekommen war, war ich einfach nur glücklich über alles. Und ich sag mal, ich hatte noch Nachwirkungen einer gewissen holländischen Grippe, Hust. Und dementsprechend habe ich dann einfach, wollte ich einfach irgendwas sofort hochladen, einfach rein aus Prinzip. Deswegen habe ich das andere Video auch wieder runtergenommen, weil Qualität war einfach absoluter Müll. Das hat alles gewackelt, Licht und Ton und alles, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Möchte mich, wie gesagt, einfach dafür entschuldigen, aber ich hatte jetzt einfach die Tage, letzten zwei Tage keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Ja, deswegen möchte ich das jetzt einfach nachholen, weil ich möchte das nicht als mein erstes RL-Ding stehen lassen. Deswegen dachte ich, mache ich es jetzt einmal richtig und gebe mir da jetzt ein bisschen Mühe und schau mal, dass das ein bisschen anders läuft. So, dann fangen wir jetzt mal aber richtig an. Also ich bin mit dem Deck insgesamt auf dem Main Event 3-3 Drop gegangen. Ja, man hätte auch mit 15 Punkten weiterkommen können, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Es hieß am Anfang nämlich, man braucht 16 Punkte, sprich maximal zwei Loses und ein Draw. Das heißt, nach meinem dritten Lose habe ich dann quasi ja, gesagt, scheiß drauf und habe noch mit den anderen ein paar lustige Side-Events gemacht, habe mir da noch ein bisschen Spaß gehabt. Und da dachte ich, komm, wenn wir schon in so einer Gruppe da sind, weil wir waren so ungefähr 8 Leute, da dachte ich, dann mache ich lieber die Zeit, habe ich ein bisschen Spaß noch auf dem Event, ein bisschen Side-Events machen, wo ich übrigens sowohl das 3 gegen 3 haben wir relativ gut abgeschnitten, das eine 8-Mann-Turnier, wo ich komplett gewonnen habe mit dem Bild. Und ja, genau. Fangen wir mal am besten mit dem Main Deck an. Wir spielen 44 Karten im Main Deck, davon 23 Monster, 19 Zauberkarten und 2 Fallenkarten. Aber wie gesagt, fangen wir mal mit dem Main Deck an. Haben wir ja Endymion Zephra gespielt. Wie gesagt, die Liste habe ich ja schon mal vorgestellt, aber ich zeige es einfach nochmal. Dreimal Dienerin, dreimal Abductor, dann ein Endymion und ein Jackal King. Abductor und Servant bekommen beide Counters, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird auf dem Feld, egal ob wir das sind oder der Gegner sind, haben beide drei Counter in der Pendelzone. Servant spezialbeschwört einen der anderen aus dem Deck und legt einen Counter drauf. Meistens sind das die unteren, die uns dann Negates geben. Jackal kann Monster-Effekte negaten, wenn er Counter vom Spielfeld entfernt. Und Endymion kann eine Karte bouncen mit Zähmarken, um Zauberzähmarken zu zerstören. Der große Endymion ist auch unsere Winning Condition gegen Sky Striker, weil sobald er einen Counter hat, kann er nicht mehr angezielt werden, nicht mehr durch Effekte zerstört werden. Das bedeutet, Sky Striker haben Riesenprobleme, den loszuwerden. Und wenn der erstmal liegt, ist das ein ziemliches Problem für die. Und ja, wie gesagt, Abductor einfach nur noch für weitere Consistency. So, kommen wir dann jetzt mal zum Zephra-Part an der Liste. Wir spielen zweimal Zephra, oder wie man den ausspricht, zweimal Zephra Nui und einmal den Zephra Tuban. Zephrat kann seine Scale ändern, indem wir ihn in die Pendel Scale legen und dann einen der anderen beiden Zephras vom Main Deck oben aufs Extra Deck legen. Zephra Nui spielen wir zwei Stück, weil wir zum einen Port of Desires spielen und zum anderen habe ich auch gemerkt, dass man Turn 2 auch mal gerne seine Scale ändern möchte, um für den OTK zu pushen. Und Zephra Tuban haben wir aus zwei Gründen da. Zum einen, wenn er genormalt wird, können wir einen der anderen Zephras, also er nicht sich selber, sondern er muss eine andere Zephra-Karte in der Main- oder Pendelzone anwählen und eine offene Karte vom Gegner und beide zerstören. Kann man benutzen, um Floodgates loszuwerden. Aber er ist außerdem auch noch eine 1er-Scale. Das bedeutet, wenn wir mit Zephrat ihn weglegen, haben wir immer noch die Möglichkeit, falls wir bricken, Zephrat nicht nur zu einer 7er-Scale zu machen, sondern auch zu einer 1er-Scale. Also die Ratio fand ich eigentlich ziemlich gut. Hat wunderbar funktioniert. Der zweite Zephra Nui hat eigentlich nie wirklich gestört. Deswegen hätte ich auch nicht gesagt, dass das irgendwie ein Brick ist, den man wegmachen müsste. Wie gesagt, für den OTK war es manchmal wirklich gut, den zu haben. So, dann kommen wir noch zu ein paar generischeren Pendelmonstern. Haben wir einmal den Chronographen, einmal den Timegazer. Muss mich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Dreimal den Chronograph und einmal das Gate Zero. Muss man, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Darkworm in dem Sinne auf 3 unbedingt, weil wir wollen ihn ziehen, weil wir, selbst wenn wir den Drachenschrein und diese ganzen Foolish-Möglichkeiten nicht haben,
Dann haben wir zumindest den Darkroom in der Hand, den wir dann normalen können. Und so kommen wir immer auf die Guard-Dragon-Kombo. Also deswegen ist 3 Darkroom wichtig und 3 Chronograph hilft da auch nochmal. Außerdem kann er noch während der Guard-Dragon-Kombo noch durch den Time-Gazer ein zusätzliches Monster direkt aus dem Deck specialen, wodurch wir dann durch das Trudo noch ein weiteres 7er Synchro hinlegen können. Als letzte Monster dann noch einmal das Trudo und einmal Aether. Aether specialen wir aus dem Deck direkt mit dem Heretic Seal, dem Drachen Link 2 Monster. Wenn er genormelt oder gespecialt wird, können wir ein Monster vom Gegner verbannen. Ist relativ gut. Das bedeutet, wir können zum Beispiel mit Aether unsere eigene Karten bouncen. Um zum Beispiel gegen Salamangreat bounce ich meinen eigenen Zephrat zurück auf die Hand, damit er mir den mit Heat Leo nicht zurückmischen kann. Das heißt, egal welches Karte ich nächste Runde ziehe, Zephra kann dann seine Scale ändern. Entweder wir legen dann den 1er oder den 7er weg und das andere Pendelmonster, was wir machen, ergänzt dann die Scale und wir können auf jeden Fall für OTK pushen. Und wir können das Monster des Gegners verbannen natürlich. Oder wenn der Gegner halt 2 Monster hat, können wir das eine bouncen, das andere verbannen. Das ist dann je nachdem. Trudo natürlich für Synchro 7 Plays. Das war's dann mit den Monstern. Kommen wir mal zu den Zauberkarten. Wir spielen dreimal die Endymion Searcher und dreimal die Zephra Searcher. Diese beiden, generell alle Zauberkarten, die wir haben, welche nicht die Feldkarten selbst sind, sind instant 3 Punkte, also 3 Counterkarten. Was bedeutet, dass wir auf jeden Fall, egal welche Zauberkarte wir ziehen, in Kombination mit Servant oder mit Abductor, können wir auf jeden Fall deren Effekte resolven. Deswegen ist die Synergie zwischen Zephra und Endymion auch so gut. So, dann noch des Weiteren spielen wir natürlich dreimal Pot of Desires. Wir haben zwar ein paar One-Offs, die wir nicht verbannen wollen, aber die können wir entweder vorher suchen oder man kann da noch als weitere Spells spielen wir dreimal Pot of Desires. Einfach zu wichtig, das Plus, das will man sich nicht entgehen lassen. Dann noch dreimal Drachenschreien und ein Foolish, weil wir wollen den Darkworm auf jeden Fall im Friedhof haben und deswegen brauchen wir einfach dreifach Triple Dragon Shrine. Mein Gott, dieses Denglisch, Alter, what the fuck. So, ich habe es ja eben schon mal angesprochen bei der Zephra-Karte. Wir spielen zweimal den Field Spell. Der Field Spell auf Aktivierung, wie Light Stage, sucht er uns jedes beliebige Zephra-Monster. Im meisten Fall ist das der Zephra. Dann spielen wir noch zweimal Drachenschlucht. Wir discarden eine Karte und wir foolischen einen Drachen. Wieder nur weitere Möglichkeiten, um an Darkworm ranzukommen. Und als letzte Zauberkarte noch zweimal Terraforming. Einfach weil die Fieldkarten so gut sind, dass wir sie unbedingt ziehen wollen. Und weitere Counters für Abductor und Servant. Dann noch als letztes zwei Fallenkarten. Einmal Zephra Krieg und einmal Zephra Divine Strike. Ein Alles Negate und einmal ein Pop. Beide Karten kamen gut zum Einsatz. Natürlich, normalerweise sucht man sich den Zephra Divine Strike, weil man damit einfach alles negaten kann. Denn Zephra War ist aber auch gut, weil er suchbar ist zum einen und zum anderen kann man damit nervige Sachen vom Gegner schießen, wie zum Beispiel ein Normal Summon Inspector Border, den ich geschossen habe, oder eine Mystic Mine oder sowas. Ist immer gut, so ein Out im Main Deck zu spielen, was suchbar ist. Dann kommen wir mal zum Extra-Deck. Wir spielen drei generische Link 2 Monster. Einmal der gute Elektromite. Kam tatsächlich gar nicht so oft zum Einsatz, weil ich oftmals befürchtet habe, dass die Gegner Ghost Ogre gegen mich siden, was auch häufig der Fall war. Deswegen war mir der Effekt von Elektromite meistens zu unsicher und ich wollte halt meine Link-Zonen nicht verschwenden. Deswegen bin ich meistens auf Beatcop umgestiegen. Einfach, sie ist ein generisches Monster, hat die gleichen Link-Pfeile und im Gegensatz zum Lanforynkus, den es ja auch gibt, den viele ja gespielt haben früher, zählt Beatcop als Effektmonster. Das bedeutet, wir können sie auch für Ballsort dann machen, wenn wir für OTK pushen. Und Phoenix natürlich einfach nur, um Floodgates und nervige Karten zu schießen. Dann als nächstes die Guard-Dragon-Combo, die dürfte allgemein bekannt sein. Habe ich ja schon mehrfach gezeigt, wie sie funktioniert. Im Prinzip braucht man bloß eins der generischen Link-2-Monster, wo man dann auf die eine Zone ein Darkworm pendelt und auf die andere Zone ein x-beliebiges Monster und man kann sofort in die Combo starten und hat dann am Ende normalerweise 4 bis 5 Negates draußen liegen, plus Bounce. Und natürlich noch der, was nicht fehlen darf, der Vortex, den wir dann mit Agapain direkt aus dem Extra-Deck specialen können. Ein guter Alles-Negate, den man eigentlich in jedem Pendeldeck spielen sollte.
So, dann noch als letzte Link-Monster habe ich noch mich für drei verschiedene Link 4 entschieden. Und zwar für Bowlord, Ballsword und Avramax. Alle drei haben unabhängig voneinander ihren jeweiligen Job extrem gut gemacht. Avramax war richtig Pain gegen Skystriker, weil deren einziges Out ist es, den mit Jamming Wave zu schießen. Wenn die nämlich drei Spells im Friedhof haben, dürfen die nämlich ein Monster ohne zu targeten schießen. Wenn man aber die aufpasst, oder auf die Jamming Wave halt aufpasst, kann der ziemlich nervig sein, für Skystriker ihn loszuwerden, genauso wie der Endymion. Und die anderen beiden natürlich. Ballsword war gar nicht so oft im Einsatz, hat aber einmal den gegnerischen den Girsu geklaut, das war richtig lustig. Und Ballsword natürlich für OTK kam quasi jedes Game zum Einsatz. Oder jedes Game, in dem der Gegner nicht instant zu meinen sieben Negates gescoopt hat, kam der Ballsword dann zum Einsatz. Dadurch, dass wir Destrudo spielen, haben wir natürlich auch Zugang zu Rang 7 oder Synchro 7 Plays. Einmal der Dragstar, einmal der Quantum Dragon. Der Quantum Dragon darf zweimal angreifen, also das eine Mal greift er an, bounced ein gegnerisches Monster zurück auf die Hand und darf dann nochmal angreifen. Ist halt für den OTK gut, außerdem schützt er unsere Monster vor Anzielen, aber da wir, wenn überhaupt, nur ein Link-Monster auf dem Feld liegen haben, ist der Effekt dann meistens nicht so gut. Deswegen baut man First Turn eigentlich immer den Dragstar, um einen zusätzlichen Zauber- und Fallen-Negate aufzubauen. Und noch einmal für Backrow-Decks und einmal für Combo-Decks, die zwei Xyz-Monster. Tornado Dragon übers ganze Wochenende nicht ein einziges Mal gebaut und auch nicht ein einziges Mal vermisst. Zum Schluss jetzt dann noch das Side Deck. Da mein Deck ja generell Going First gebaut ist, habe ich das Side Deck dann ziemlich Going Second gebaut. Ich habe probiert, möglichst viele Decks zu treffen. Ja, hat jetzt im Prinzip nicht so perfekt funktioniert, alles wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem die Idee, sage ich mal, zählt. Handtraps spielen wir 5 Stück im Side Deck und zwar dreimal Lanze und zweimal Drone Lockbird. Lanze erklärt sich ja selbst gegen Thunder und gegen Thunder und gegen Orcrust und Drone Lockbird auch gegen Thunder und gegen Skystriker. Gegen Backrow Decks, wo ich ein bisschen mehr erwartet habe, weil normalerweise er hat Pendel eher ein bisschen Problem gegen gegnerische Floodgates zu spielen, gerade Anti-Spell und etc. Deswegen habe ich da relativ viel gehabt. Wir hatten 3 Evenly Matches. 2 Denko Sekka, 2 Cosmic Cyclone und einmal der Black Garden. Black Garden habe ich zwar mehrfach gesidet, aber über die ganzen 2 Tage nie gesehen. Also, keine Ahnung, ich habe mindestens 10 Mal gesidet und kein einziges Mal gesehen und in den Duellen auch kein Terraforming gesehen. Cosmic Cyclone hat mir einmal ein Game gerettet, als der Gegner Antispell geflippt hat und ich da noch sofort den Antispell schießen konnte. Und Denko und Evenly amazing wie immer. Und dann noch als letzte Karten 2 Round Boys, weil wenn du den Gegner nicht aufhalten kannst mit seiner Combo, dann nimmst du ihm einfach sein Feld. Habe ich gehört, funktioniert ganz gut.